Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu Grounded. Wir haben es jetzt genau, ich glaube fast 7 Uhr. Ja, oh, gut geschätzt. Ich habe da eine kleine Planänderung. Ich werde zuerst zu Burger gehen, um den Chip abzugeben. Und dann werde ich mit euch die verrottete Larvenklinge holen gehen und auch die Ameisenkeule, die verrottete. Also so ist mein Plan heute. Ob ich den umsetzen kann, ist eine andere Geschichte. Ich muss was trinken. Das kann ich unterwegs machen. Unterwegs habe ich doch wieder hier meine Trinkpacks. Meine Tetra-Packs. So, jetzt laufen wir mal hier lang, weil ich laufe ja mal denselben Weg, ne? Hallo. So, gibt es hier einen Tropfen? Oh, da. Da ist einer. Ja, super. Sehr gut. Und dann möchte ich eigentlich ganz gerne mal demnächst einen Bauplatz finden, wo ich richtig schön bauen könnte. Mir wäre auch irgendwie wieder die versunkene, der, das versunkene Gebiet irgendwie ganz lieb. Aber ja, ich möchte irgendwie ein Plätzchen am See. Wartet mal, wo bin ich denn jetzt? Ich bin doch. Naja, hier ist eigentlich so ziemlich die Mitte, ne? Schade, dass hier die kleinen Seen nicht eingegeben sind, ne? Oder? Nee. Ach so. Okay, jetzt habe ich mich schon wieder tausendmal gedreht. Gut. Laufen wir weiter, sonst schaffen wir es nicht in dieser Folge. Und ich möchte ungern eine Stunde machen. Der Marienkäfer, ne? Das war der. Oh, der war mit einem Hubs weg. Unverschämtheit. Oh, da oben ist auch noch ein Wassertropfen, alles klar. Oh, obwohl, ich könnte die Säuredrüse gebrauchen, ne? Ich wüsste zwar jetzt nicht warum, aber. Okay, hat sich erledigt. Hat sich erledigt. So, einfach weiterlaufen. Oh, Eicheln wären auch nicht verkehrt. Ach, ich laufe gerade mit meiner. Genau, ich laufe gerade mit meiner Bienenrüstung durch die Gegend. Wartet mal, was hat die denn überhaupt für Werte? Mittlere Rüstung, Status-Effects, was heißt denn das? Was heißt denn dieser Stern? Wartet mal, Status. Ach Mensch, ich habe doch hier noch eine Mutation. Warum aktiviere ich die denn nicht? So, also Schnelligkeit. Ach, hier. Nee, okay. Mittlere Rüstung. Okay. Speerwerfer, gut genährt. Speise. Ja, keine Ahnung. Okay. Ich weiß nicht. Habe ich die denn? Ich habe die noch gar nicht. Ich habe die noch nicht mal analysiert. Muss ich gleich machen bei Burgerline. Ich habe die. Nur wegen dem Screenshot habe ich die angezogen. Ich habe die vergessen zu wechseln sozusagen. Aber ist ja egal. Weil ich will versuchen, so wenig wie es geht, euch mitten im Let's Play einen Screenshot zu machen. Das versuche ich dann im Nachhinein zu machen. So, wartet mal. Muss ich denn jetzt die ausziehen? Nö. Bienengesichtsmaske. Jetzt kann ich sie herstellen.
Sehr gut, Bienenschulterpanzer. Jetzt kann ich das auch herstellen. Und ich bin aufgelevelt. Oh, Flipflossen und so habe ich jetzt gesehen, ne? Verdammt, habe ich jetzt nicht. Flipflossen und sonst noch was. Bienenschienenbeinpanzer. Sehr gut. Level 5. Okay. Wartet, ich kann doch... Wartet mal. Hier. Ich kann es doch jetzt sehen. Hier, Flipflossen. Dieser Taucherhelm. Die Laterne. Und die Insektenachse Level 2. Ja, sehr gut. Für die Insektenachse brauche ich doch bestimmt diese Mandibeln, ne? Für die Ameisenkeule, Entschuldigung. Ja, genau. Mandibeln. Habe ich nicht. Ich denke, jedes Mal, da liegt eine Polle. Hi, Burgle. Howdy, it's good to see you. The processing speed increased 0.00000000003%. Ich dachte schon, der hat einen Sprung in der Platte. Is there anything else I can help you with? So. Three bold quests. Dann, Chip, Rettungstruppe, Burgerquest. Finde den Burgership.de. Okay. Dschungeltempel. Oh Leute, das ist doch viel zu schwer. Aber den hier, der ist ja leider noch nicht übersetzt. Dschungeltempel lehne ich ab. Und den nehme ich jetzt einfach mal an. Ich wüsste jetzt nicht. Aufgaben. Finde den Burgership.de 47 Burgle-Quests. Ja, schön. Wo kann ich jetzt sehen, wo der ist? Ist es der im Nebel? Der hier? Nee, Quatsch. Der hier? Oder der? Scheiße, ich weiß es nicht. Oder der? Ich versuche das mal zu googeln. Mal gucken, vielleicht finde ich das ja dann. Oder mir kann es jemand sagen in den Kommentaren. Das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß ja nicht, wer von euch das jetzt auch spielt gerade. So, okay, ich habe jetzt zwei Questen sozusagen. Mann, ich wollte doch gucken, was ich mir noch kaufen kann. Ich voll Depp. Uno, Momento, ich gehe nochmal zurück. So, Burgle, was hast du denn im Angebot? Käsefundament. Oh, ich habe 4300. Sehr cool. Ich hole mir die Schmiede. Ja. Ich glaube, das war eine gute Idee. Faserverband, Flaschenverbesserung, trainierte Lungen. Shitterset, Skepscanner, ja. Ich habe auch gelesen, dass die Kosten, ne, für die einzelnen Sachen auch verändert wurden. Also die unwichtigen Sachen sind die teuersten und die richtig wichtigen Sachen, also was wichtig wäre, wie die zum Beispiel, sind halt die günstigsten. So habe ich das jetzt irgendwie herausgelesen. Und ja, und diese Sachen sind halt, ne, so mittlere Dingsen halt, ne? Ne, jetzt bin ich schon wieder falsch gelaufen. Burgle, ich verirre mich hier andauernd bei dir. Aber sonst habe ich jetzt nichts zum Analysieren. Nein, okay. So, kleine Hups. Los geht's zur Larvenklinge. Wisst ihr, was ich schon wieder nicht habe? Ich habe schon wieder keine Fackel. Die kostet mich ja Saft. Also eigentlich ist es etwas, was man immer unterwegs auch sich eher suchen kann.
Warte. Na, fast. Herrlich, Hups. Jetzt. So. Okay. Reicht erstmal. Nein, Quatsch. Fackel herstellen. Wo ist die Fackel? Genau. Trockner Grasbrocken, Sprösslinge und grobe Seile. Okay. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ja, das ist ein Hammer. Das ist ein Hammer, Hups. Mit dem kannst du nicht so gut anfangen. Genau, Seile muss ich ja auch wieder herstellen, ne? Einmal rein da bitte. Ein Backenzahn. Milchbrocken. Da brauche ich Stufe 2 Hammer. Oh nein, Insektenhammer, okay. Ein Milchzahn, ein Milchbackenzahn unter der Dose. Alles klar. Wie auch immer der da hingekommen sein mag. Ich will es eigentlich nicht wissen. So, wartet mal. So, dann stell dir mal her. Aha, okay. Reicht schon wieder nicht. Ah, was man hier alles immer zusammensammeln muss. Ich stell mal gleich 2 her. Ja, ich versuch's. Sprösslinge noch 2. Okay. Tam, tam, tam. Hallo, Ameise. So, und noch 2 Sprösslinge, dann haben wir's. Weil, wenn ich dann die Ameisenkeule mir hole, brauche ich ja auch eine Fackel, weil sonst ist es einfach zu dunkel da drin. Sprösslinge finde ich ja überall. Ich darf die jetzt nur nicht vergessen mit einzusammeln. Da, guck mal, hier haben wir schon welche. So, dann stelle ich das auch schon mal her. So. Gut. Ja, nimm mal deinen Speer in die Hand, der sowieso fast kaputt ist. Jetzt müssen wir zu diesem komischen Brett und diesen komischen Billy Hock Dingsbums da. Ich hoffe, ich finde das auch gleich auch auf Anhieb. Hier ist der Bombi zu Hause. Aber da, wo ich jetzt auch hingehen möchte, ist, ja, sind ja eigentlich auch die Spinnen zu Hause. Also von daher, das ist, glaube ich, alles gehopst wie gesprungen hier. Ich muss nur irgendwie vorsichtig... Laufe ich überhaupt richtig? Ja. Soweit es geht, ne? Ah. Ich habe dann die Forschungsstation entdeckt. Ich will da rein. Weg. Es waren gleich 2 hinter mir her. Weil hier gibt es doch manchmal Mysteriegel oder sowas. Oder ein Tape da unten. I've thought about this in circles for days now and I've come to a decision. It's time to restart spacer development. Omnit may not believe in it, but I know its potential. Though I must figure out how to return shrunk objects to their original size. The first step will be to address the particle transcription errors. It seems almost certain that the irregularities are responsible for the failure during the demonstration. Burgle, please bring up all the lab data about the unknown particles. Happy to be of service. Notes will be prepared and delivered to your table in 4 hours or less.
4 hours? What are the chances for less? Delivery estimate will be prepared in 2 hours or less. Suspicious beginning. Ja, Quatsch. Ah! 30.000 Waffen gewechselt hier. Ich wollte eigentlich meine Axt haben, aber egal. Wo ist jetzt mein Pfeil? Keine Ahnung, bisschen buggy. Ich könnte noch ein paar Spinnen gebrauchen, die Spinnseide. Also die kleinen Babyspinnen natürlich, ne? Ich rede jetzt nicht von der großen. Okay, wo war jetzt nochmal die... wo genau das jetzt war, weiß ich auch nicht, aber... wo war nochmal die Larvenklinge? Die war... Looks like the head of an action figure for some cartoon I don't watch. Ja. He-Man, sage ich dazu immer. Ist ja nicht, weiß ich, aber... irgendwie, weiß nicht, weil er so blond ist wahrscheinlich. Oh Gott, da ist die Spinne zu Hause. Da ist die Wollspinne zu Hause, Leute. Ach, hier war es, genau. So, hier ist das schöne Bloodline. Und hier ist die Larvenklinge. Tada! Sehr schön. Die habe ich schon mal. Mein Rucksack ist fast voll, kann das sein? So, und jetzt möchte ich noch ganz gerne... wie spät haben wir es? Oh, das wird knapp, glaube ich. Ganz, ganz gerne noch die Ameisenkeule holen. Boah, ich würde gerne hier bauen. Aber hier sind so viele Spinnen, ne? Und zu viele Kleeblätter, die nerven mich natürlich dann, ne? Weil die ja jedes Mal wieder nachspawnen eigentlich. Die Insel ist auch süß, aber die ist so klein. Ja, ich habe noch keinen Plan, wie ich das, wo ich mache, wie ich mache. Hier drüben wäre eigentlich auch cool. Das ist hier, glaube ich, eine einständige Insel. Also ohne Zugang zu irgendwo hin. Also, ne, mit direkt meine ich. Außer die Mücken, die finden hier hin. Oh Gott. Ja. Dose. Ist da eigentlich auch was drin, ne, in dieser Dose? So ein Scap oder so? Ja. Ja. Okay, kommt man da nicht mehr rein? Oder stellt sich die Fanny jetzt einfach nur wieder zu blöd an? Okay, wir lassen's. Ich probiere es ein andermal, weil ich möchte jetzt unbedingt die Ameisenkeule haben. Ich werde verfolgt, ne? Ey, das ist nicht wahr, ey. Diese Drecksbiester. Weiß die Mücke nicht, dass ich schwächer bin? Naja, wenn ich schon mal tauche, dann kann ich auch gleich hier den Scap nehmen. Hier war doch einer, ne? Ursprünglich. Oh, hier ist auch ein. Da ist er. Guck mal. Hab ihn. Lehrbuch. Okay, es wird ganz schön dunkel. Es wird ganz schön dunkel. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich könnte ja... ein bisschen Platz habe ich noch. Komm schon. Mir noch eine Beere mitnehmen. So, wartet mal. Jetzt muss ich irgendwie versuchen. Oh, da ist eine Feder. Huch, scheiße. Runtergefallt. Ah, ich hole mir erstmal meinen Pfeil. So. Okay. Machen wir das so.
Da ist eine Feder, ich kann die aber nicht holen. Ich habe keine Level 2 Axt. Noch nicht. Schade, dass man die nicht mit der Ameisenkeule holen kann. Das wäre auch echt eine gute Option. So, jetzt muss ich hier aufpassen, weil hier sind Spinnen. Hi. Danke für dein Netz. Nur mal so am Rande bemerkt. Hoch. Und nochmal. Sehr geil. Sehr geil, sehr geil. Scheiße, jetzt schläft die da auch oder was? Aua, aua, hat die mich echt aua. Aha. Du hängst so beschissen da. Und ich habe genug Pfeile, Baby. Entschuldigung, aber davon muss ich jetzt tatsächlich einen Screenshot machen. Es tut mir leid. Das muss ich doch ausnutzen. Ja, Escape. Ja, so komme ich auch zu Spinnbrocken. Voll geil. Nein! Bitte! Mach nicht sowas. Bleib schön da hängen. Oh, bitte, Leute, bitte. Drückt mir die Daumen, dass ich das kriege. Ich habe schon über 20 Pfeile verschossen. Das ist die Rache dafür, dass die mich getroffen hat. Haha! Ich bin die Beste. Hä? Okay. Und ein bisschen Pfeilverlust, so wie es aussieht. So. Dann komm mal her hier. Uah. Ist schon cool gemacht, ne? Also kann man nichts anderes sagen. So, warte, das Netz nehme ich mir auch noch mit. So, dann habe ich 5 Netze, Spinnenbrocken, das habe ich. Okay, ja, gut. Ich sollte auch vielleicht mal meine Ausrüstung tauschen, weil ich glaube, dass die keinen Schutz bringt hier, ne? So, das, das, das und das. Gut, wunderbar, wunderbar. Gut, wartet mal, ich denke, weil es sowieso gleich dunkel wird und die Folge eigentlich auch schon zu Ende ist, werde ich mir jetzt mal ganz schnell ein Bettchen bauen. Wobei, wartet mal. Warum baue ich das eigentlich immer dahin? Ich könnte das doch auch mal hier so hinbauen. Keine Ahnung, aber... So. Jetzt brauche ich noch... Oh Gott. Ach, Vogel.
Was brauche ich jetzt? Der hat mich jetzt völlig... Genau, Sprösslinge und Kleeblätter. Brauchte ich jetzt 3, genau. Und 2 Sprösslinge. Da. Da haben wir 1. So. Dann baue ich mir das jetzt schnell dahin. Naja, die Folge war zwar jetzt nicht komplett so gespielt worden von mir, wie ich das geplant hatte, aber hey, wir haben die erste Spinne zusammen gekillt. So, Respawn-Punkt habe ich jetzt erstmal hier hingesetzt. Oh, guck mal, wer da kommt. Hallo. Vielleicht sollte ich mich hier hinbauen. Aber hier ist auch eine Mücke, da an diesem Ast. Ich war ja hier schon mal. Und so wirklich mit Holz will ich ja auch nicht bauen. Nur ein paar Sachen vielleicht, aber nicht alles. Ja, mal gucken, mal gucken. Was haltet ihr denn davon, wenn ich hier wieder bauen würde? Hier hinten. Ich wüsste jetzt zwar auf Anhieb... Ich würde gerne die Insel da nehmen. Dann habe ich eine Menge zu tun. Wisst ihr, was ich meine? Die Insel, wo ich vorhin drauf war? Bevor mich die Drecksmücke... Oh, hier ist schön. Hier leuchten sie mir. Hallo. Die tun einem ja nichts. Die sind so schön. Guckt euch das mal an, was die für Licht machen. Hi. Ach Gott. Die sind so niedlich. So, jetzt ist Schlafenszeit, ne? Alles klar, ich laufe wieder zurück. War hier nicht auch ein Skep da oben irgendwo? Nee, nicht da, das war woanders, ne? Mein Gott, macht der Vogel Lärm. Ach, Mücke. Was machst du denn da oben, Junge? Ah, okay. Gut, wir gehen jetzt schlafen. Die Folge ist für heute zu Ende. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. I'm ready to hit the sack. Und in der nächsten Folge, also morgen, für mich ist es jetzt, nein, auch morgen, ich mache jetzt Schluss für heute, gehen wir dann die Ameisenkeule holen. Ich freue mich auf jeden Fall auf euch und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye.